Hey Mann, schön dich zu sehen. Wollen wir rüber zwischen nach Kairo? Klar. Na dann mal los. Ja, schrecklich das mit der Tochter des Pharao. Dabei ist sie so hübsch gewesen. Woher willst du wissen, dass sie hübsch war? Hast du die Tochter des Pharao getroffen? Mutig, mutig. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Die Sonne Kairos muss dir ja einiges wert sein. Mit der Menge könnte ich gleich ein ganzes Straßencafé mit der Sonne Kairos versorgen. Also gut. Eine Sonne Kairos für dich. Leicht oder stark? So richtig zum Lichter ausschießen. Gut. Bitteschön. Allerdings, du darfst sie nicht hier an meinem Stand trinken. Ich will nicht mit Bananenmischgetränken gesehen werden. Und weil du dann wohl oder übel mein schönes Glas mitnehmen müsstest, brauche ich leider Pfand für das Glas. Bitteschön. Eine Sonne Kairos. Aber nur zum Mitnehmen. Natürlich nicht. Aber man erzählt es sich. Und jetzt ist sie einfach verschwunden. Und keiner weiß, wo sie ist. Ja, und wo ist das Schirmchen? Das was? Das Schirmchen. Die Sonne Kairos ist nicht perfekt ohne einen kleinen Sonnenschirm. Du kippst das Zeug jetzt runter oder es passiert was? Ich glaube, ohne Schirmchen könnte ich niemals eine Sonne Kairos trinken. Die Tochter des Pharao? Du spinnst wohl. Sowas machen Pharaonentöchter doch nicht. Stimmt. Pharaonentöchter lustwandeln doch den ganzen Tag durch den Garten. Dinge, ohne die du nicht leben kannst. Souvenire! Souvenire! Teppiche, Nagelbetten, Öllampen. Souvenire! Trägt seltsame Souvenire. Kleidung. Souvenire! Möchtest du was kaufen? Teppiche, Nagelbetten, Öllampen. Für den täglichen Gebrauch, Partyzubehör für die besondere Sphinx-Party und eigentlich auch rote Gizeh-Skorpione, aber die sind geradeaus. Was soll ich mit dem ganzen nutzlosen Kram? Mir scheint, du hast kein Auge für stilvolle Dekoration. Warum sind die Gizeh-Skorpione ausgegangen? Die roten Gizeh-Skorpione sind mein Verkaufsschlager, kann mir nur leider gerade keine neuen holen.
In Gizeh hängen nämlich gerade ein paar Leute herum, die nicht gut auf mich zu sprechen sind. Sie haben mich nach dem Weg nach Kairo gefragt. Und weil sie doch Konkurrenten sind, die ebenfalls prächtige Öllampen verkaufen wollen, naja, da habe ich sie sozusagen in die Wüste geschickt. Und ausgerechnet in Gizeh stehen sie jetzt herum und ich komme nicht an die Skorpione. Wer will schon rote Skorpione kaufen? Die roten sind einfach die putzigsten. Die haben so süße, schwarze Knopfaugen. Lohnt sich das Geschäft so weit draußen? Naja, die Sphinx wurde ja gerade erst fertig gebaut. Wenn sich erst mal herumgesprochen hat, wie schön sie geworden ist, wird hier sicher eine Menge los sein. Und ich bin dann auf jeden Fall der Erste vor Ort. Ja, wir haben alle unser Päckchen zu tragen. Keine Sorge. Sobald die Karawane weiterzieht oder verdurstet ist, werde ich neue Skorpione sammeln gehen. Bis später. Prächtige Nagelbetten. 1A Öllampen. Souvenire. Souvenire. Singen schöne Lieder, bis sie dann eines Tages entführt werden, so wie jetzt. Aber dass sie gleich noch sämtliche Bananen verboten haben, ist ja wohl das Letzte. Halt, der Herr! Keinen Schritt weiter! Bisschen furchtlosen Wachen des Pharao kennen kein Pardon. Krokodile? Vergessen Sie's. Der Psychiater hat ganze Arbeit geleistet. Ich jetzt bloß meinen nächsten Drink her. Ja, schrecklich das mit der Tochter des Pharao. Prächtige ägyptische Handarbeit. Ein übrig gebliebener Partygast von weit her?